Juhu, ihr Lieben, hier ist nochmal Schmusipu mit dem Video. Ich wollte mal gucken, ob das heute nochmal klappt oder ob mein Speicher gleich wieder anfängt zu streiken. Ja, ich wollte ja nochmal die Chiara umziehen. Ich müsste die auch mal wieder baden. Aber ich habe ja mir ein Outfit mitgebracht aus Herrenbosch. Davon wollte ich ja auch noch ein bisschen erzählen. Das ist zwar jetzt schon eine Weile her, dass ich da war. Also das heißt, eine Weile ist schon ein bisschen her. Aber ich habe einfach noch nicht die Zeit gefunden, da was drüber zu erzählen. Das wollte ich zwar machen, wie ich Urlaub hatte, aber ja, ich hatte im Urlaub so viel zu tun. Und dafür halt wenig Zeit. Und jetzt mache ich das. Also hole ich das jetzt einfach nach. Und zwar habe ich einen Zweiteiler mitgebracht aus Herrenbosch. Den wollte ich mal ausprobieren, ob Chiara da reinpasst, weil die ja auch diese gespreizten Beinchen hat. Das ist eine Hose und ein Oberteil. Das Oberteil ist wohl ein bisschen anders vom Stoff als die Hose. Ich zeige euch das gleich. Ja, in so ein Lachsfarben, glaube ich. Ja, und die Hose hat ein süßes Muster drauf. Und ich habe da jetzt ein paar Söckchen zu ausgesucht. Und Schnuller, ja, so einen richtigen passenden Schnuller habe ich jetzt nicht gefunden. Aber muss ja jetzt auch nicht 100% stimmen. Ja, ich fange jetzt mal an. Und dann wollte ich so ein bisschen erzählen. Den Schnuller tue ich weg, der passt eh nicht dazu. Ja. Ja, also ich muss sagen, das war bis zum Schluss noch nicht richtig raus, ob wir wirklich fahren oder nicht. Also das war wirklich echt spannend. Ja, und ich hatte mich da spontan eigentlich, das war eine spontane Idee mit meiner Freundin Bina, die ich ja schon einige Jahre kenne, aber wir haben uns noch nie persönlich getroffen. Wir haben uns immer nur über ja, Facebook und ja, über WhatsApp haben wir ja auch immer Kontakt gehabt und der ist ja immer mit Unterbrechungen immer wieder neu entstanden, der Kontakt und aufrechterhalten geblieben. Und ja, und dann hatten wir wieder mal Kontakt gehabt und dann sagte sie, ja, ich wollte nach Eschwege. Na, und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, dass wohl in Herrenbosch auch eine Puppenmesse ist. Und da würde ich zum Beispiel gerne mal hin, weil das halt neben Münster für uns auch nicht so weit ist. Na, Münster wollte ich ja auch mal hin. Aber das hat ja auch alles nicht so geklappt. Und als ich dann hätte gekonnt, ja, jetzt ist da wohl nichts mehr. Und da fand ich Herrenbosch eigentlich eine klasse Alternative, weil wie gesagt, von uns aus ist das höchstens, wenn ganz schlechte Verkehrsbedingungen da sind, das heißt Stau und viel los ist, 1,5 Stunden, aber das haben wir noch nicht mal gebraucht. Ne? Und wir sind wirklich ganz mit Ruhe gefahren, wir haben auch keine Pause gemacht, wir sind ja durchgefahren. Und von daher ist das von der Entfernung her ja super, ne? Ja, und Bina hatte dann gesagt, ja, ob da viel los ist in Herrenbosch. Dann habe ich gesagt, nee, wahrscheinlich nicht so. Und dann war sie am Überlegen, weil sie reborn ja selber auch. Sie hat ja den Liam Anthony, mein Liam Anthony reborn. Den hatte ich dann auch mitgenommen. Und ja, und meine kleine Emma, mein Ork, mein ganz kleines Ork-Baby, hat sie mir ja geschenkt. Das ist ja auch eine ganz wundervolle Arbeit von ihr. Und ja. Ja, und dann hatte sie Bedenken, weil sie ja auch noch Material mitnehmen wollte zum Reborn und wusste halt nicht, ob da auch Aussteller sind, die da auch Sachen verkaufen. Und dann hatte ich mich erkundigt bei der Rose Babies oder Reborn Rose, weil ich wusste, die kennt sich ein bisschen aus und habe gefragt, ja,
Und die meinte denn, dass da dann auch so Aussteller sein würden. Und dann hatte Bina sich kurz entschlossen, also sie hat sich dann dazu entschlossen, auch nach Herzogenbosch zu kommen, damit wir uns dann mal treffen können. Jetzt war das Problem, dass mein Mann auf Arbeit ein Missverständnis hatte, er musste sich ja dann an dem Samstag frei nehmen und wollte tauschen. Und er hatte irgendwie den falschen Termin genannt, also einen Samstag früher, glaube ich. Und ja, das war dann so blöd. Dann hatte er schon getauscht. Das war aber der falsche Samstag. Ja, und dann musste ich Bina wieder absagen. Ja, und weil mein Mann das aber so wichtig war, hat er dann nochmal versucht, den Termin zu ändern, also wo er frei hat. Und das hat dann Gott sei Dank noch geklappt. Also er hat sich da wirklich sehr viel Mühe gegeben. Ich habe wirklich einen wunderbaren Mann. Ja, und dann sind wir halt dahin gefahren. Ja, und das war wirklich so schön. Das ist unbeschreiblich, wenn man dann wirklich mal bei so einer Puppenmesse dabei sein kann und wenn man dann auch noch jemanden trifft, den man eigentlich schon jahrelang kennt, aber so persönlich noch nicht. Ne? Ich hätte zwar auch gerne noch andere getroffen, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob jetzt wirklich noch jemand da war und nur nicht erkannt habe, weil die meisten kennt man ja nur aus Videos und so mit Kontakten. Man sieht die ja auch nicht unbedingt immer sofort oder wie sie aussehen, diejenigen. Und von daher ist es dann auch schwierig. Und da war ja wirklich, es war schon viel los da, muss ich sagen. Und ich hatte so eine Babyschale mit. Ich weiß nicht, ich nenne das immer Travel-System. Das ist ja zum Schieben, ja. Und dann halt wie ein Maxi-Cosi draufgesetzt und dann hatte ich ja den Liam Anthony mit. Ich wollte eigentlich auch mein Tauschbaby mitnehmen, das Silikonbaby, weil die Biene auch so ein ähnliches hat. Aber ja, wir hatten dann an dem Samstagmorgen auch noch auf den Postboten gewartet. Oder besser gesagt, wir haben ihn dann auch noch gesehen und mein Mann hat dann noch extra gewartet. Und dann habe ich gefragt, weil in der Sendungsverfolgung stand halt drin, das Baby sollte dann eigentlich an dem Samstag geliefert werden, aber das war dann doch nicht so. Der hatte nichts dabei. Und nachher stand dann in der Sendungsverfolgung, dass der Empfänger nicht ermittelbar ist oder so ähnlich. Ja, und dann, ja, na, konnte ich das süße Silikonbaby leider dann nicht mitnehmen. Und daher hatte ich dann nur den Liam Anthony mit in dieser Babyschale, also in diesem Travel-System oder wie das heißt. Und das war auch nicht schlecht. Ich muss nur sagen, dass ich zwischenzeitlich zur Bina gesagt habe, nur in der Trage ein Baby zu haben wäre besser gewesen, weil wenn da viel los ist, es war wirklich teilweise so dicht und es hatte sich so gestaut alles, dass man wirklich kaum durchkam. Ne? Es waren auch noch andere da mit Kinderwagen, mit Zwillingswagen. Eine hatte so einen ganz tollen Silver Cross Kinderwagen mit. Boah, also Leute, es war so toll da. So, ihr Lieben, mein Speicher macht wieder Probleme. Ja, ich habe jetzt gerade noch mal was gelöscht. Und ich hoffe, dass ich das Video jetzt noch fertig kriege. Schauen wir mal. Ja, also wie gesagt, da war es sehr voll. Ja, also schon, also eine zwischenzeitlich war es da wirklich Stau. Ne? Da kann man dann nirgendwo richtig dran. Und dann hatten wir schon überlegt, Bina und ich, dass wir, wenn wir uns wirklich dann nochmal treffen, dann auch wirklich Moment, ich muss mal eben ein bisschen einstellen. So, da hinten noch. Ohne Kinderwagen oder so, dass wir dann mit einer Bauchtrage, dass man da besser dran kommt. Aber es war ein tolles Erlebnis. Die Strümpfe ziehe ich hier jetzt an. Den Body lasse ich hier übrigens an. Der passt ganz gut dazu. Es war wirklich ein tolles Erlebnis. Es hatte wohl morgens sehr geregnet. Das war schade.
Es war wirklich ein Sauwetter, wie wir da ankamen. Dunkles Wetter, Regen und ja, so richtig begrüßen konnten wir uns da auch nicht, weil wie gesagt, wir mussten ja dann auch noch die Sachen rauspacken, also unsere Wagen und die Babys. Also Liam Anthony lag schon drin in der Schale, aber ich hatte ja Gott sei Dank auch daran gedacht, mir dann einen Regenschutz mitzunehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ja, und den konnte man dann morgens da sehr gut gebrauchen. So, Strümpfe hat sie an, die Maus. Aber ich muss sagen, es war wirklich klasse da. Ich habe jetzt natürlich keine Vergleichsmöglichkeit. Ich hatte gestern mit Sabine darüber gesprochen, die war ja hier. Und wir hatten ja Ribbon-Treffen und dann sagte sie, wie groß denn die Halle war und ob das eine sehr große Halle ist. Aber ich habe jetzt keine Vergleichsmöglichkeiten, wie andere Hallen jetzt sind. Ich werde wahrscheinlich auch nur wieder nach Herttogenbosch kommen, weil die anderen sind viel zu weit weg. Die anderen Ausstellungen, Babymessen sind alle zu weit weg. Und von daher werde ich wahrscheinlich auch keinen Vergleich haben. Das ist die Hose, die kommt jetzt in der Kamera aber viel heller rüber. Die ist dunkler mit der Muster. Das sind, glaube ich, Schwäne, ne? Die ziehen wir ja mal an. Mal gucken, ob die passt. Ja, und uns hat es wirklich so gut gefallen, dass wir schon dran gedacht haben, wenn es bei uns beiden klappt, finanziell, gesundheitlich, man weiß ja nie, was bis dahin ist, ne? Zeit muss man natürlich haben und, dass wir uns dann da wieder treffen. Oh, das passt gut. Das passt super. Kleine Maus. Hi, das passt super. Mit deinen strammen Beinchen hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, das wäre natürlich schön, wenn wir uns dann nochmal treffen könnten. Und vielleicht, wenn im März dann auch noch andere da sind, die man kennt, dass man sich da verabreden kann und auch mit mehreren dann da in dieser Halle ja, durchschlendern kann und sich unterhalten kann, sich austauschen kann. Und ja, das wäre natürlich klasse, ne? Ach so, ich bin hier am Quatschen und das ist übrigens das Oberteil. Das ist wie so ein Jäckchen, so ein leichtes Jäckchen. Das kommt in der Kamera auch wieder heller rüber. Das ist dunkler. Das hier mit so Racklang oder wie man das nennt, so gemacht. Hier mit so einem. Die werden so mit. Wie so ein Wickeljäckchen ist das, ne? Ja. Es wäre natürlich schön, wenn das klappen würde. Ich finde die Bina total nett, also wirklich. Das war so schön. Und wir waren so traurig, weil die Zeit, die ist so schnell vergangen. Wenn man einmal da ist, ja, dann vergeht die Zeit so schnell. Und mein Mann, der war so geduldig. Der hat im Auto gewartet mit unserem Hund. Ist zwischendurch natürlich mal mit ihr rausgegangen und so. Und der Mann von Bina ist mit reingegangen. Mein Mann wollte das nicht. Und ja, mein Mann hat dann die ganze Zeit geduldig gewartet, bis wir dann wieder kamen. Also Wahnsinn. So was Liebes. Ja, jetzt muss ich mal gucken, wie das hier geknöpft wird. Ja, wie war das? Achtung, Wickeljäckchen. Sieht aber süß aus. Jetzt habe ich keine Ahnung, wie das hier geht. Das muss hier irgendwo zugeknöpft werden, aber wie? Mein Gott, so versteckt hier diese kleine Schlaufe. Seht ihr die? Die habe ich jetzt so gesucht. Oh Mann. Also das hätte man auch vielleicht ein bisschen anders lösen können. Aber naja.
Jetzt haben wir es ja. So, jetzt haben wir es, kleine Maus. Jetzt haben wir auch mal richtig Probleme gehabt mit einem Wickeljäckchen. Lustig. Ja, ihr Lieben, ich hatte ja ganz viele Bilder hochgeladen, die ich da gemacht habe. Ich wollte eigentlich auch Videos machen, aber ja. Die Bilder, die ich da gemacht habe. Also, ich war schon froh, dass ich das überhaupt geschafft habe. Da gibt es so viel zu gucken und man ist so fasziniert und es ist der helle Wahnsinn, was es da alles gibt und was es da alles zu gucken gibt. Und man kann sich kaum trennen und man hat das Gefühl, ach, wir können ja noch mal gehen und noch mal gehen. Und ja, wir wären am liebsten natürlich noch länger da geblieben, ist ja klar, ne? Aber naja, um 17 Uhr war ja da Schluss. Und Sonntag ging es ja da weiter, aber wir sind ja dann an dem Samstag auch wieder zurück. Wir wollten ja auch nur an dem Samstag bleiben und dann wieder nach Hause fahren. Ja. So. Auf jeden Fall schauen wir, dass wir uns vielleicht wirklich dann im März da wieder treffen können. Also wir haben uns das fest vorgenommen, wenn bei uns beiden nichts dazwischen kommt. Ne? Das ist ja immer so eine Sache. Ich habe mich jetzt für den Schnuller hier entschieden. Ich hatte auch den rausgesucht, aber ich weiß nicht. Ich probiere mal den. Den habe ich hier gekürzt. So, ganz vorsichtig. So, Mäuschen, ne? Ja. So sieht die Maus jetzt aus in dem Outfit. Ich hätte jetzt gedacht, das hätte ihr schlechter gepasst. Aber es täuscht. Ich habe es aber auch noch nicht gewaschen. Es kommt in der Kamera aber sehr, sehr hell rüber. Ja, auf jeden Fall sieht die Maus zuckersüß da drin aus, finde ich. Schade, dass das jetzt so hell rüberkommt. Die Farben sind viel kräftiger. Ja. So. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine Geschichte von Herturen Bosch. Und ich wollte euch das zeigen, was ich mir mitgebracht habe. Das war nur eine Kleinigkeit, aber besser eine Kleinigkeit als gar nichts. Ich hätte mir natürlich am liebsten ein Reborn mitgenommen. Was heißt eins? Also da waren ja sowas von süße Babys. Das ist der Wahnsinn. Und wenn man die natürlich so in Natura sieht, das ist ganz anders, als wenn man das jetzt auf Bildern sieht oder in Videos sieht. Das ist ganz anders. Ja, und ja. Wenn man dann auch noch die Babys sich nehmen darf, auf den Arm nehmen darf und die fühlen darf und berühren darf, ja, oh, also ganz ehrlich, ich habe da wirklich mich zurückgehalten, weil dann dreht man ja am Rad, wenn man die dann wieder weglegen muss und ja, ne, aber naja, es war trotzdem super, super schön und ja, da zu sein und auch mit einer Gleichgesinnten da zu sein, mit der Bina, die ich schon so lange kenne. Und es war einfach nur fantastisch. Ja, vielleicht, wer weiß, trifft man ja im März den einen oder anderen auch nochmal, die jetzt nicht da waren, wer weiß. Es wäre auf jeden Fall schön. Ja, ihr Lieben, ich verabschiede mich dann jetzt wieder. Ja, die Chiara auch. Vielen Dank fürs Zusehen. Wiedersehen. Hübsche Maus. Ja. Alles Liebe für euch. Liebe Grüße. Ich hab euch lieb. Bis bald. Eure Schmusipu. Tschüss.